14 Stationen auf rund 2 Kilometern Länge. In Untergermaringen im Landkreis Ostallgäu gibt es jetzt einen Waldumbauparcours. Das Besondere daran? Es ist ein Themenweg, bei dem sich Besucher und Waldbesitzer informieren können. Über den Wald und dessen Zustand, aber auch über die Waldbewirtschaftung und welche Maßnahmen für einen zukünftigen Waldumbau getroffen werden müssen. In unseren Wäldern, speziell im Allgäu, gibt es sehr viel Fichte. Und alles, was wir aus dem Klimawandel bisher und aus diesen Veränderungen mit Temperatur und Niederschlägen und Stürmen wissen, kommt zu dem Schluss, dass ein Verlierer bei diesem Klimawandel die Fichte sein wird. Und deswegen müssen wir sehr viel verstärkt und sehr viel mehr zukunftsorientierte und zukunftsstabile und klimastabile Baumarten einbringen. Das heißt, es wird ein Mischwald werden. Und auf diesem Weg gibt es einiges zu beachten und das wollen wir mit diesem Themenweg thematisieren. Das hier ist ein Arboretum, eine Sammlung verschiedener, auch seltener Baumarten. Im vorderen Bereich stehen hier die heimischen Hölzer, wie der Spitzahorn. Im hinteren Bereich die Exoten, wie beispielsweise die Esskastanie. Auf den Schildern erfahren die Waldbesucher kurz und knapp die wichtigsten Informationen über die jeweiligen Baumarten. Ein anderer Bereich im Waldumbauparcours ist beispielsweise die Station Jagd und Klimawandel. Damit eine Naturverjüngung stattfinden kann, müssen laut Husel Jäger und Förster Hand in Hand arbeiten. Während ein Jäger den Tierbestand regelt, kümmert sich ein Förster unter anderem darum, wie viel Licht auf den Waldboden fällt, damit die jungen Bäume auch wachsen können. Thomas Zimmermann von der Forstbetriebsgemeinschaft Kaufbeuren hat den Ideengeber Harald Husel bei der Umsetzung des Waldumbaupfads unterstützt. Es mussten Wege zum Teil repariert oder neu angelegt werden, so dass sie dann auch für den Besucher des Lehrpfades gut zu begehen sind. Es musste teilweise der Streckenverlauf dadurch, dass der Pfad sehr nah, sehr erlebbar sein soll, also auch mal mitten durch den Wald geht, war die Schwierigkeit zu sagen, wie können wir hier einen Weg machen, sodass die Leute auch möglichst auf der Strecke bleiben, wie können wir das gut lenken. Das waren eigentlich die größten Herausforderungen mit. Zu einem klimafreundlichen Wald kann jeder Einzelne beitragen, zum Beispiel mit verschiedenen Pflanzaktionen. Klimaresistente Baumarten sind beispielsweise die Buche oder die Weißtanne. Beitragen kann der Einzelne aber auch zum Beispiel durch Holzverwendung. Wenn er Holz in seinem heimischen Umfeld verwendet, sei es vom Gartenzaun, sei es das Hausbau, sei es die Möbel, das alles sind CO2-gebundene Rohstoffe, die auf Dauer hin positiv beitragen. Oder dass sie uns unterstützen in unserer Waldbewirtschaftung. Wir sind fest davon überzeugt, dass ein bewirtschafteter Wald auf Dauer am meisten CO2 speichert. Vor rund einer Woche wurde der Waldumbauparcours eröffnet. Bislang kommt der Pfad gut an. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Ich wünsche mir für den Pfad, dass er möglichst viel erlebt, möglichst viel genutzt wird. Von jedem Waldinteressierten, von jedem Naturinteressierten, von jedem Waldbesitzer. Nur davon lebt so ein Pfad. Ansonsten sind das nur Stationen und Tafeln. Und wir Menschen, die den Pfad besuchen und anschauen, erwecken den eigentlich zum Leben. Auf rund 2 Kilometern können die Pfadbesucher im Ostallgäu also ganz viel über unsere Wälder im Allgäu lernen.